Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Falls ihr noch nicht abonniert haben solltet, solltet ihr das jetzt unbedingt tun und den Like-Button durchhämmern. 50 Likes, das ist nicht viel, das solltet ihr heute auf jeden Fall packen. Gebt alles. Ihr seht es nämlich schon, wir haben was ganz, ganz Krankes hier an den Start gebracht. Manuel Neuer, er spielt bei Schalke. Er ist zurückgewechselt von den Bayern zur Schalker Krise, um ihnen auch als Manuel Neuer im Tor zu helfen und sie einfach aus dem Abstieg rauszuboxen. Wir fangen an, wir geben Gas. Let's go! Schalke braucht uns, Schalke braucht alle Hilfen und wir mit Manuel Neuer, die Nummer 12 im Tor, werden bei Pro Evolution Soccer 2021 jetzt mit Manuel Neuer eine Karriere bei Schalke starten, um die ganz nach oben zu bringen. Zumindest so weit, wie es möglich ist. Und da kommt der erste Schuss, Minute 9 auf unser Tor. Und relativ kurz darauf die nächste Möglichkeit. Können wir auch schön fangen. Finde es natürlich auch gut, dass unser Debüt hier gegen Frankfurt direkt zu Hause in der Veltins-Arena ist. Schalke binden uns jetzt auch mit ins Aufbauspiel mit ein. Auch das kennt man von Manuel Neuer. Ja, ein erster Abschluss und eine erste Ecke. Da bin ich gespannt, ob was draus wird. Kann natürlich immer gefährlich sein. Mit vor kommen wir aber natürlich nicht. Freue ich mich, wenn wir das vielleicht irgendwann mal machen, aber jetzt natürlich noch nicht. Und auf der gegnerischen Seite auch eine Parade durch Renault. Oh, da wird der Ball abgeblockt. War aber ganz, ganz knapp. Zur Halbzeit steht's 0:0. Ja, auch wichtig in so einer Situation, dann die Ruhe und Übersicht zu bewahren. Und vielleicht vorne was einzuleiten. Raman kommt nicht hin. Renault macht das gut. Boah. Knappe Kiste. Boah, der Ball kommt und wir können ihn sogar noch fangen, obwohl er ins Ausgegangen wäre. Das ist ein cooles Feature in Pro Evo, das gibt es in FIFA nicht. Zumindest laut meinen Informationen. Boah, der kommt! Dachte, der ist drüben, aber der kommt aufs Tor. Und Renault, aber auch kein schlechter Torhüter. Oh! Ja, das war nicht gut. Und da kriegen wir das 1:0, das ärgert mich. Das ärgert mich. Ah, ich dachte, ich muss dahin gehen. Hätte ich aber nicht gemusst. Also ich meine, es wäre schwierig gewesen, wenn ich nicht hingegangen wäre. Weil er sehr nah am Tor stand. Aber so ist es auch nicht gut gewesen. So ehrlich muss man sein. Nein, das gibt es nicht. 2:0. André Silva, jetzt holt Schalke hier die Punkte. Ich komme nicht mehr ran. Ja, den haben wir gut gehalten. Jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Auch hier das Stellungsspiel nicht perfekt, aber wir haben ihn immerhin noch gut rausgekratzt, Leute. Eieiei. 2:0 verlieren wir das Spiel und dann, wenn man 2:0 verliert, kann man natürlich nicht sagen, das war mega gut. Nichtsdestotrotz haben wir 4 gute Paraden hingelegt und naja, ich muss mich halt auch erst ein bisschen reinfinden. Reinkommen ist ein sehr gutes Stichwort, denn mit 35 Jahren wechselt Manuel Neuer jetzt von Bayern wieder zurück zu Schalke, zu den Knappen und die mit der ersten Chance. Lol. Jetzt steht natürlich Nübel auf der anderen Seite im Tor, aber jetzt haben wir das direkte Duell quasi direkt nach dem Wechsel hier in Gelsenkirchen auf Schalke gegen die Münchner und ja, was soll ich sagen, also gegen Bayern kann es gut und gerne schon mal ein 8:0 geben. Ich habe Angst, ich habe wirklich Angst. Erste Möglichkeit, Thomas Müller, Minute 5, ey. Ja, wenn er aufs Tor kommt, wird's gefährlich. So geht er weit drüber. Erster Abstoß. Also Bayern ist nicht so hochstehend wie in echt, aber auch das ist das Einzige, was nicht ganz so ist wie in echt. Also die Bayern sind absolut tonangebend. Fehlen noch so ein bisschen die zwingenden Abschlüsse, die
ich aber auch nicht unbedingt sehen will, muss ich natürlich sagen. Bin natürlich froh, dass ich hier, wenn ich hier weniger auf meinen Kasten bekomme oder dass ich weniger auf meinen Kasten bekomme. Jetzt ist das 1-0, Thomas Müller. Gerade habe ich es gesagt, da ist es Müller mit dem Schuss. Und er ist drin. Steht zur Halbzeit 0-1 für die Bayern. Ja, den können wir fangen. Genauso wie am Anfang der ersten Halbzeit. Komm schon, jetzt ist ein bisschen mehr Platz da. Jetzt ist ein bisschen mehr Platz auf der Schuss. Ah, er muss halt aufs Tor kommen. Boah, Thomas Müller, ey, der ist gefährlich, der Kerl. Ich sag's euch. Ich habe da einen Schritt in die falsche Richtung gemacht, kurz vor seinem Schuss. Das ist echt crazy. Da ist wieder Thomas Müller und da sind Gott sei Dank wieder wir. Es wird immer gefährlicher. Thomas Müller schon wieder am Ball. Thomas Müller spielt jetzt raus auf Coman. Zur Ecke. Sehen wir auch mal eine Ecke. Die Perspektive von der Ecke ist natürlich ein bisschen anders. Natürlich gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen, aber man sieht trotzdem relativ viel. Was einerseits natürlich ein Vorteil, andererseits natürlich auch ein Nachteil sein kann. Hier ist zum Glück beides nicht der Fall. Boah, jetzt ist ganz, ganz viel Lücke. Jetzt ist ganz, ganz viel Lücke für den Schuss. Oh Mann, ey. Diese Bälle sind so tückisch, aber der kommt zum Glück zu weit. Also wir haben auf jeden Fall ordentlich zu tun, aber in der zweiten Hälfte bisher souverän. Bisher. Wir hätten nur vorne ein Tor machen müssen, verdammt. Nicht fluchen, Mike, nicht fluchen. Alles ist gut. Ja, den snacken wir uns vor, Thomas Müller. Und probieren natürlich wieder nach vorne Gas zu geben. Ja, ein 1-0 ist überraschend gut. Ich meine, ja. Wir waren in der zweiten Halbzeit ja auch nicht schlecht. Wir haben nach vorne ein paar Akzente gesetzt, leider nicht das Tor gemacht und hinten auch ein paar gute Sachen, Torwartleistungen gezeigt. Allgemein war die Torwartleistung ganz gut, würde ich sagen. Ja, überraschend gut ist generell so die Tabellenlage. Wir haben 17 Punkte, stehen auf Platz 14. Das ist gar nicht so übel. Ich meine, wir haben insgesamt 18 Spiele gemacht. Das heißt, es ist nicht ganz wie in echt. Aber trotzdem, mit 17 Punkten stehen wir natürlich deutlich besser da als Schalke in echt. Und ja, Platz 14, klar. Wir müssen gucken, dass wir vielleicht noch weiter vorantreiben und nicht wieder hier so Abstiegskampf reinrutschen. Aber es ist durchaus gut. Ja, und eine gute Leistung rufen wir hoffentlich jetzt auch im letzten Spiel gegen Leverkusen ab. Wobei das auch ein sehr, sehr schweres Spiel natürlich wird. Und ja, das erste Mal auswärts, in den Auswärtstrikots auch. I am gespannt. Boah, schöne Parade direkt. Wichtig fürs Team. Schöne Faustabwehr, auch bei der Ecke. Sogar direkt zu unserem Mann, der den Ball leider wieder verliert. Oh, da ist ein bisschen Platz. Harit spielt einfach ganz auf die andere Seite. Interessant. Wieder in die Mitte und jetzt die Möglichkeit. Schade. Leute, habt ihr eigentlich schon ein Like da gelassen? Wir wollten ja die 50 mindestens knacken. Hoffentlich habt ihr es gemacht. Ganz, ganz starke Parade übrigens. Auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite von Radetzky. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist es das 1-0. Und heute sind nur Auswärtstore gefallen. Heute gibt es keine Torhymne, weil nur Auswärtstore gefallen sind. Crazy. Zu Hause haben wir keins geschossen. Jetzt wir mit dem Auswärtstor. Wir gehen in Führung, Leute. Yes, Mann. Oje, oje. Could be dangerous. Ist es aber nicht. Warum auch immer. Jetzt noch eine Chance vor der Halbzeit. Radetzky hält. Wir führen mit 0-1. Zur Halbzeit. Das ist übrigens nicht Radetzky im Tor, sehe ich, sondern Grill. Upsi-dupsi. Nein! Oh, es ist so schwer, Leute. Das muss man auch sagen. Torwartkehren in PES noch eine Spur schwerer als in FIFA. Definitiv. Boah. Jetzt hören wir zum ersten Mal Torhymne. Aber bis ich da runtergerannt bin, bis zum zweiten Pfosten, das war schon schwierig, das dann noch gut einzuschätzen. Ich denke, da kann man keinen Vorwurf machen. Der war schwer zu halten, sehr schwer, wenn nicht sogar.
Haben sie echt gut gemacht. Ausnahmsweise keinen Vorwurf machen, würde ich sogar sagen. Krass, oder? 90. Minute 0:0. Ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt ein Like da gelassen. Und ihr könnt mir super gerne jetzt in die Kommentare schreiben, wie zufrieden ihr mit meinen Torwartleistungen wart. Waren die perfekt? Naja, geht so. Aber sie waren gut, würde ich trotzdem so sagen. Ich freue mich auf die nächste Folge. Schaltet da unbedingt wieder mit rein. Wir sehen uns. Macht's gut. Bis dahin. Haut rein und ciao, ciao.